Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Wochenbotschaft vom 10.8. bis zum 17.8.2020. Wir schauen hinein in Glück, Liebe, Partnerschaft, Gesundheit, Job, Selbstständigkeit. Ja, ich weiß es nicht, was ich da so zeigen möchte bei euch. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Nur eine kleine Neuigkeit. Ich bin ein bisschen weitergekommen mit meinen neuen New Cards. Und zwar habe ich mir echt mir die Mühe gemacht für euch Schatzis. Die Karten sind ja auf Englisch und ich möchte ja mein Englisch auffrischen, weil wir waren ein paar Jahre in Schottland und haben dort gelebt und es war wunderschön. Ich kann euch Schottland nur empfehlen. Ja, es ist wirklich herrlich. Und auch die Leute so liebevoll, wirklich. Und und jetzt spreche ich natürlich ein paar Jahre nicht mehr Englisch. Und das merke ich. Und das ist ein bisschen eingerostet. Also wenn ich nicht alles so gut ausspreche, bitte nicht gleich tüt tüt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich bemühe mich, dass ich mein Englisch immer besser wieder auffrische. Also hier vorweg nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ihr, für alle, die nicht so gut Englisch können wie ich oder wie andere, hier ist es auf Deutsch übersetzt. Ja, ich habe es nicht ganz wortwörtlich übersetzt, weil, also Time for a Nap heißt Zeit für ein Nickerchen, heißt es ganz genau übersetzt. Und ich habe aber ausruhen, weil sonst wäre das Wort zu lange und dann wäre das irgendwo da draußen. Das wäre nicht so gut. Und why? Warum? Und so habe ich die Karten für euch übersetzt, damit ihr da gut mitlesen könnt. Sudor. Und ich möchte gerne diese beiden Karten mal auswählen. Ja, und zum Schluss gibt es noch zwei Fragen oder eine Frage, die du dir stellen kannst, mit Ja, Nein zu beantworten. Jeder Stapel bekommt eine Ja- und eine Nein-Karte. Ja, das kennt ihr schon. Ich habe es für alle, die neu dazu geschaltet haben. Hallo, ihr lieben Süßen. Ja, eine Ja- und eine Nein-Karte. Und wir schauen dann gemeinsam hinein, was sich da jetzt in deiner Frage sich verbirgt. Und da bekommst du auch noch eine kleine Antwort dazu. Das aber jetzt zum Schluss dann. Jetzt schauen wir gemeinsam in diese wundervollen Karten, in diese wundervollen englischen Karten. Achso, mein Chaos kommt schon wieder durch, mein kleines. So, die heißen Wisdom of the Oracle. Und meine süßen Schatzis, wenn ihr in die Infobox geht bei mir, sind alle meine Karten unten verlinkt mit Amazon. Wenn du da draufklickst, kommst du direkt zu diesen Karten. Und du kannst da meinen YouTube-Kanal unterstützen, beziehungsweise ich bekomme von Amazon ein paar Cent. Und unterstützt mich, wenn ihr die Karten haben wollt. Ihr kommt direkt auf den Link. Und dann bekomme ich von Amazon ein bisschen Geld dafür. Und das wäre super, wenn du die Karten sowieso haben möchtest. Also die Karten kosten nicht mehr, nicht weniger, wenn du es über meinen Link bestellst. So, upsi. Jetzt beginnen wir. Wow. Wonderful, wonderful. Ja, flexibel. Hui, ja, da wirst du dich flexibler sein. Ja, also ich habe nicht alle Karten übersetzt, weil das ist ja logisch, weil flexibel ist flexibel, das kennt ihr ja. Und was Flexibilität heißt, ist auch das, dass du dich nicht verbiegen sollst wie eine kleine Brezel vor anderen, sondern dass du authentisch bleibst, sodass du dich zeigst, wer du bist, wie du bist und dass du ganz authentisch bist, mein Schatzi. Ja, sei authentisch, mein Schatz. Irgendwo solltest du mehr Flexibilität zeigen, ja?
entweder mehr oder weniger. Das sehen wir dann auch noch, wenn wir die Karten uns anschauen. Und altered glitters, ja, alles ist nicht glitzert, alles was nicht glitzert ist Gold, ja. Also alles was glitzert ist nicht Gold, ja. Ich glaube, dass du dich vielleicht manches Mal vom Schein oder der Schein trübt, auch das bekomme ich herein bei dieser Karte. Und dass du dich für andere die Masken aufgesetzt hast. Und das zeigt mir, dass du da in die Unflexibilität hineingekommen bist, dass du dich richtest nach anderen, weil dir vielleicht viel gezahlt wird, dass du deine, ja, so wie deinen Rüssel hier ausstreckst nach diesem Gold, ja, und die Masken dir aufgesetzt hast, ja. Und das wäre gut, wenn du diese Masken wieder ablegen sollst und deine eigene Identität zeigst und in deine männliche Kraft kommst. Und wenn du in deine männliche Kraft kommst, dann kommt diese hier, Soulmate. Soulmate ist nichts anderes wie dein Seelengefährte. Ja, also deine Liebe, und der hält auch schon ein Schlüsselchen in der Hand. Ja, schaut mal. Der hat den Schlüssel zu deinem Herzen. Schau, ist das nicht süß? Er hat den Schlüssel zu deinem Herzen. Ja, ich finde die Karte süß. Und dann, wow, Milk and Honey. Wow. Der absolute Reichtum kommt dann auf dich zu. Und happy, happy, happy. Oh my goodness. Das fängt ja schon mal gut an, die Woche. Huh? Die fängt gut an. So. Jetzt kommen wir zu diesen Karten. Ja, mein Schatzi. Uiuiuiuiui. Du bist noch verzweifelt. Hm? Mein süßer, süßer Schatz. Was bringt dich zum Verzweifeln? Hm? Hier ist wichtig, dass du wirklich achtest und schaust, wer ist dein bester, wahrer Freund? Mit wem kannst du? Mit wem kannst du nicht? Lass dich nicht verarschen von anderen Menschen. Lass dich nicht runterziehen von anderen Menschen. Du hast aber einen treuen Gefährten hier unten. Ja, das ist ein Hundi. Ja, und der möchte zu dir, der möchte dich trösten. Und mein Hundi kommt auch mit dem Ball ganz stürmisch. Ui, 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 mein Schatzi. Das ist ein Leckerli-Ball. Hui, da geht's rund bei ihm. Also hier, auf alle Fälle hast du hier einen treuen Weggefährten, der an deiner Seite ist. Das kann ein Freund sein, eine Freundin sein, ein Trainer, ein Psychologe, ein Psychiater. Wer auch immer für dich da jetzt in Frage kommt. Und jetzt haben wir zwei Karten. Oh, zwei wonderful Karten. Oh, Halleluja! Ui, gesegnet! Oh my goodness! Und ein glücklicher Zufall. Na, die fängt ja toll an, die Woche. Eins auch noch mit der 10. Also hier, wow, wow, wow. Also ein glücklicher Zufall, mein Schatz. Und gesegnet mit Blessed. Und Serendip. So, jetzt. Ich habe schon aussprechen können. Serendipity. Serendipity. Falls es richtig ausgesprochen ist. Das sehen wir, wenn das Lichtlein angeht. Ja, cool, gell? Ja, das ist das Schönste daran, wenn man selbst über sich lachen kann. Ne? Und das kommt auch noch nach Hause. Oh, in deinen eigenen vier Wänden. Und das kommt Gerechtigkeit auf dich zu. Wow. Also, welch eine Woche. Wow, 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 ihr Lieben. Da brauche ich echt nicht viel sagen, ne? Gesegnet und ein glücklicher Zufall. Und das Zuhause, das wird dich heimelig. Es ist weich, es ist wirklich so umarmend, warm, herzig. Voller Liebe, Güte, wow, wow, also
Wow, und voller Gerechtigkeit. Also jetzt kommt Gerechtigkeit auf alle Fälle zu dir herein. Und wo Gerechtigkeit sich zeigen möchte, das schauen wir uns jetzt in den einzelnen Stapeln an, ihr Süße. So, girl. So. Die sind übrigens auch auf Englisch, aber das ist nur symbolisch und keine Schrift. Aber das wisst ihr ja schon, das habe ich euch eh schon gezeigt. So, Stapel Number 1. Wow. Stapel Number 2. Wow, Stapel Number 3 kriegst du. Stapel Number 3, ist das crazy? Stapel Number 1 hat eine Karte, Stapel Number 2 hat zwei Karten und Stapel Number 3 hat drei Karten. Echt interessant. Ja, du transformierst dich. Du kommst aus dieser traurigen, verzweifelten Haltung heraus und gehst in die Transformation, mein Schatz. Ja, also hier hilft dir jemand, dich zu transformieren. Und das ist die absolute Gerechtigkeit in deinem Leben. Dann schauen wir, whoopsie, Number One. Number 3. Die Veränderung. Yay, yay, yay. Veränderung ist immer positiv, ihr Süßen. Ja, wenn sich etwas verändert in eurem Leben, nehmt es bitte an und seht es euch ja nicht in einen Groll. Und ich sage immer, eine Entscheidung, jeder, der eine Entscheidung trifft, egal ob du dann eine Entscheidung triffst oder nicht, dann hast du ja schon eine Entscheidung getroffen, und zwar, dass du keine Entscheidung triffst, ja. Und wenn du eine Entscheidung triffst, kannst du immer nur gewinnen, mein Schatz, ja. Denn es gibt immer eine Konsequenz, eine positive Konsequenz und eine lehrreiche Konsequenz, ja. Aber es bleibt immer bei einer Konsequenz. Also wenn du dich entscheidest, mein Schatz, ist es immer eine Konsequenz. Und das hat mit Veränderung zu tun. Das heißt, du entscheidest dich, Neues in dein Leben zu lassen. Und das ist eine absolute Veränderung im positiven Sinne. So, dann haben wir wieder diese wonderful cards. Whoops. Zuerst haben wir gerade das Yang, und jetzt haben wir das Yin. Wow, das Männliche und Weibliche wird ausgeglichen. Und die Genauigkeit. Ich glaube, dass du immer genauer werden sollst in deinem Leben. Genauer hinschauen, genauer hinhören, genauer zu dir selber sein. Ja, das ist auch ein wichtiger Faktor. So, dann haben wir die wundervollen Zeitkarten. Gesundheit, mein Schatz. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Der Montag. Ja, der Montag ist der 10.8. Der startet in diese Woche. Ich bin gespannt. Dann deine Highlights oder deine Stolpersteine, was solltest du? Da können ja gar keine Stolpersteinchen mehr kommen, denn mit glücklicher Zufall gesegnet, Halleluja. Was will da kommen? Was will da kommen, mein Schatz? Alles gut, alles gut. Ui. Einmal rosa, einmal grün. Ja, ich habe es gesehen. Die da, die,
die da. Ich habe die gesehen. So, die da. Die da, die da, die da. Da gibt es ein Lied. Die da oder die da. Vielleicht kennt das jemand. Ah, wie heißen die? Kennt das jemand? Die da oder die da. Das ist ein Ur. Ich glaube, da war ich so ganz jung noch bei diesem Lied. Mensch, wie heißt das? So, andere Leben. Andere Leben. Die da oder die da. Ich weiß nur, dass das eine Girlband, also eine Girlband-Group, so groß war. Oh my goodness. Ja, keine Ahnung. Ja, andere Leben. Vielleicht hast du dich in einem anderen Leben jemanden hingeworfen und jetzt hast du das gleiche Spiel in diesem Leben. Und ich werde auch noch ein Video drehen, und zwar, das ist voll wieder meins. Also meins, ich liebe es, Überraschungen, das, was noch keiner hat. Und das kennt ihr ja schon mit dem Familienstammbaum und die Numerologie, also das Orakel der Numerologie. Schaut euch auch diese an, ja. Das würde ich euch auch empfehlen, und zwar möchte ich das nächste Mal jetzt dann drehen. Ich hoffe, ich komme bald einmal dazu. Dein Vorleben und wie es dich jetzt leben lässt, ja. Und für alle Singles. Und im Beruf schauen wir auch, und da wird es Teil 1, Teil 2 geben. Und da kommst du definitiv heraus. Naja, wen es einfällt, kann mir gerne unten einen Kommentar da lassen. Ich werde mir das aber sicher aufschreiben, weil das ist lustig. Weil ich habe den Ohrwurm jetzt drinnen. Die da. Da oder die da. Ja, witzig, oder? Aber das ist, ich weiß nicht mehr. Dankeschön. Oh. Ja, mir fällt es nicht ein, Schatz, wie das Lied heißt. Aber vielleicht fällt es mir noch ein, wie das heißt, dieses Lied. Hupsi. Auch zwei wollen zum dritten Stapel. Zum dritten. Wow, die Kuh-Yin. Die Kuh-Yin ist wieder an eurer Seite. Kuh-Yin ist an eurer Seite. So, die Kuh-Yin. Und jetzt gibt es noch einen Stapel. Jetzt bitte eine Frage dir ausdenken. Stapel Nummer 1. Stapel Nummer 2. Und Stapel Nummer 3. So. 1, 2, 3. Und jetzt eine Yes or No Card. So, und ich mische, aber ich zeige es euch dann nicht. Ich zeige euch nur, dass die Karten rausfliegen. Aber ich lege es zur Seite, damit ihr das nicht sehen könnt. Ach, die möchte. Gut. Das ist ja gut gegangen. So. Weil ihr könnt es sonst sehen, was da drinnen ist. Und das geht nicht. So. Das ist sehr, sehr unfair. Ne? Also. Und es wäre ja auch nicht rein intuitiv. Also, du kannst dir eine Ja und eine Nein, also eine Ja- oder eine Nein-Karte. Und du stellst dir die Frage mit einer Ja- oder mit einer Nein-Karte. Und upsi. Und dann bekommst du diese Antwort auf diese Frage. Ich muss das noch ein bisschen zur Seite schieben. Ich werde das ein bisschen raufgeben. Ich hoffe, ihr könnt es noch sehen. Ich weiß, es ist aber mit den Karten. Ich gebe eine runter, eine rauf. Ohne zu bewerten. Aber der Tisch ist fast zu klein. So, oder? Dann wieder. Wow, eh schon so viel. So. Ja, das ist mein Ordnungs.
Aber ich möchte, dass das für euch auch schön ist, wenn ihr dann auf Pause drückt, welcher Stapel für euch dann auch bestimmt ist. So, auch wieder zwei. Wow. Gut. Ja. Two cards. So, dann geben wir die zu Santa, ihr Süßen. Und jetzt reden wir so. Also mit gesegnet und glücklicher Zufall, da kann ja echt nichts mehr schief gehen, ihr Süßen, ne? Also, so, da kriegst du auch natürlich deine Karten, aber du siehst sie nicht, weißt nicht, welche Karten das da drinnen sind. Ich hoffe halt nicht, dass du das siehst. So, ja, also, du kannst dir Stapel Number 1, Number 2, Number 3, du kannst auch da ja, deine Ja- und Nein-Karten auswählen oder da und den Stapel nehmen. Du entscheidest für dich, wie es für dich am besten passt. Und ich habe die da sind die Fantastischen Vier von dem Boyband. Okay? Also für alle, die es interessiert, die da. Hört euch mal das die da. Ich weiß nicht, ich habe das, ich glaube schon gefühlte 20 Jahre nicht mehr gehört, das Lied, aber es soll dir definitiv was sagen, weil sonst hättest du wäre diese Botschaft jetzt nicht hereingekommen. Und ich würde sagen, wir starten. Ich gebe das ganz geheimnisvoll darauf, dass ihr das ja nicht sehen könnt. So. Und jetzt beginnen wir mit Stapel Number 2. So. Stapel Number 2. Was hast du da? Oh, huhu. Hui, da wird diskutiert, ja. Ich glaube, du diskutierst zu viel mit dir selbst, ja, oder mit anderen. Oder du hast mit jemandem sehr heftig diskutiert in letzter Zeit. Jetzt kommt noch diese Karte. Aber du hast das große Glück. Das große Glück an deiner Seite. Und ich glaube, dieser Streit, dieser Konflikt hat euch sehr gut getan. Ja, also ich habe das Gefühl, da kommt viel in die Klärung. Es ist viel ausgeredet worden, definitiv. Also ich kriege hier rein, da ist viel gesprochen worden, auch diskutiert worden, wie es jemand haben möchte, was jemand haben möchte. Ich glaube auch, dass ihr euch ein bisschen auch verletzt habt gegenseitig. Also ihr habt euch schon die Route ordentlich hingepeitscht. Oder der kommt erst, dieser Streit, und zwar am 5. oder 6. Dezember. Entweder am 5. oder 6. Dezember oder ihr hattet schon so einen Streit oder so einen Konflikt. Ja, reinigen, yay, wie passend, du hast zweimal den Besen, also für mich ist das, kann das ja auch ein Besen sein, ja, wo du auskehrst und aufwäscht, ja, so wie früher, denn Reinigung hast du, ja, du kehrst quasi aus, ja, du kehrst und gehst quasi wieder, ja, entweder kehrst du vor deiner eigenen Tür wieder oder du kommst in die innere und äußere Reinigung und das führt dich zum absoluten Glück. Die kommen zum Schluss. Dann hast du, wow, du bist ein Kind Gottes. Die Karte kommt sowas von oft raus, ja. Also Kind Gottes, deine Fesseln werden sozusagen gesprengt, ja. Also ordentlich gesprengt. Und dann kommst du in deinen absoluten Erfolg hinein. Also du wirst richtig hineinkatapultiert. Ich glaube, ihr habt euch gereinigt, quasi indem, dass ihr mal mit der Peitsche aufgehaut habt und gesagt habt, so geht's jetzt nicht und jetzt muss eine Lösung her. Und entweder kommt es noch oder es war oder es ist in dieser Woche. Ja, also das bekomme ich so herein. Dann ist für dich der Donnerstag wichtig, also entweder hast du an einem Donnerstag einen Streit, einen Konflikt gehabt, der zur Reinigung führte und dann zum großen Glück und zum absoluten Erfolg.
Also der Erfolg ist dir schon mal sicher und das ist auch von Gott geführt worden. Also dieser Streit ist von Gott, von oben, oder wenn du nicht an Gott glaubst oder deinen inneren Führern, egal an wen du glaubst, aber er ist gesandt worden, damit du oder dein Gegenüber oder ihr beide da rauskommt und endlich in die Reinigung und Klärung gehen könnt, damit sich was verändern kann, und zwar, dass sie in den absoluten Erfolg hineinkommt. Und du hast das große Glück. Du hast glückliche Zufälle, mein Schatzi, gesegnet und großes Glück. Halleluja! Wow! Welche Karten hast du da? Echt, wow! Mir kommen die Tränen. So schön. Und Donnerstag. Ja, an dem Tag drehe ich gerade dieses Video. Also, du wirst erstaunt sein, da kommt echt Tolles auf dich zu und du hast noch Krishna. Ja, Krishna ist eine wundervolle Göttin und da lesen wir dann auch noch, was Krishna sagen möchte. Und ich schaue mal, ob ich schon diese wundervollen Karten, aber nein, ich glaube nicht, 42, so weit haben wir noch nicht übersetzt, glaube ich. Ich glaube, ich bin noch gar nicht so weit. Nein, habe ich noch nicht. Oh my goodness. Oh, weil, wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Ich zeige es euch mal, damit ihr wisst. Ich schreibe das alles auf. Sogar von meiner Tochter, die Freundin, hat mir geholfen, da zum Übersetzen. Also, sie hat echt einiges da. Das ist ihre Schrift. Hat eine schöne Schrift, ne? Aber nein, da so weit sind wir noch nicht. Also wird intuitiv gedeutet. Gut, auch gut. Auch gut. Dann lesen wir Krishna. Aber alles hat seine Zeit, ne? Krishna 142. Alles hat seine Zeit im Leben, ne? Das ist so, ja. Also ich habe wenn ich Luft habe, dann übersetze ich. Und jetzt habe ich schon mal auf Deutsch übersetzt. Also dank meiner Tochter haben wir diese wundervolle Druckmaschine, Bedruckungsgerät oder was auch immer. Oh mein Gott, ich bin echt altmodisch. Da haben wir jetzt so dieses Beschriftungsgerät. Das ist echt super. Ja, somit, dass ihr auch lesen könnt, was oben steht auf Deutsch. So. Krishna, Vergöttlichung des alltäglichen Lebens. Gespräche zwischen Krishna und Arjuna. Arjuna. Arjuna, worin liegt der Weg zum Himmel? Krishna, in Wahrhaftigkeit. Arjuna, wie kann ein Mensch Glück finden? Krishna, durch rechte Lebensführung. Arjuna, was muss er überwinden, damit er dein Leid entgeht? Krishna, seinen Geist. Arjuna, wann wird ein Mensch geliebt? Krishna, wenn er nicht mehr eitel ist. Arjuna, wie kann einer die wahre Religion erlangen? Krishna, nicht durch Errötung, nicht durch Schriften oder Lehren. Sie alle können nicht helfen. Der Weg zur Religion wird von den Heiligen beschritten, von jenen, die ein Leben der Güte und der Reinheit leben. Krishna spricht, wann immer es einen Verfall der Redlichkeit gibt, O Bharata, und eine Verstärkung der Ungerechtigkeit, werde ich selbst in Erscheinung treten, zum Schutz der Guten, für die Vernichtung der Übeltäter, für das Heil einer fest verankerten Rechtschaffenheit. Von Zeit zu Zeit werde ich wiedergeboren. Auszug aus der Mahabharata. Ja. Also ich glaube, du wirst immer mehr in dein Glück finden. Du wirst immer mehr wissen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du unendlich geliebt wirst und bist. Du verlässt alte, ich glaube, dieser Streit hat das veranlasst, dass deine Fesseln gesprengt worden sind. Deine eingefahrenen, festen Fesseln haben sich jetzt explosionsartig gesprengt, ja. Und da hast du echt brav gereinigt. So, da. Und jetzt.
haben wir 2 Karten. Wenn du jetzt noch keine Frage hast, ja, und wenn du auch keine Frage stellen möchtest, dann ist diese Legung jetzt für dich Stapel 1. Alles Gute, alles Liebe und eine fantastische Woche. Und wenn du eine Frage gestellt hast, dann ist das hier deine Antwort und wir schauen jetzt gemeinsam in die linke Karte hinein. Und was hast du da? Nein, es wird dir zu viel Kraft kosten. Also wenn du Nein gewählt hast, intuitiv, wird es dir viel, viel Kraft kosten, diesen Streit weiterhin zu führen. Reinige dich, ja, legt den Streit nieder, gebt euch die Hand, ja, sucht eine Lösung, ja, das ist so wichtig, dass man auch streitet, aber konstruktive Streiten, ja. Streiten ist einer der wichtigsten Punkte, damit jeder weiß, wo der andere gerade steht und wo man selber steht. Und wie geht es den anderen und wie geht es mir dabei? Ja, das ist Streiten im Prinzip. Also seinen Standpunkt einmal zu sagen und dann zu schauen, was kann man verändern. So, dann hast du, wenn du diesen Stapel gewählt hast, also diese Karte gewählt hast, dann, ja, das ist der richtige Moment. Yay, ja, genau. Jetzt ist der richtige Moment zum Streiten, zum Reinigen, sich zu klären, von den Fesseln zu sprengen, in den absoluten Erfolg hineinkommen und dann kommt das riesengroße Glück. Wow! Was für ein toller Stapel, mein Schatz. Ich lege, glaube ich, alle jetzt mal zusammen wieder. So. Hoppla. So, und jetzt kommen wir zu Stapel Number 2 und wir schauen gemeinsam hinein, was du da hast. Gib dir auch mal zur Seite diese wundervollen Frage- und Antwortkarten. So, du hast das Haus und dich selbst. Wow! Entweder ziehst du in ein Haus oder du wirst in nächster Zeit heuer noch in 2020 wirst du entweder umziehen oder in ein neues Zuhause gehen, wenn du in Resonanz bist, oder du selbst kommst immer mehr in deine Stabilität hinein. Ich habe auch das Gefühl, dass mehr Leben in dein Zuhause kommt. Also wenn dein Leben oder dein Zuhause sehr ruhig war, sehr monoton war, dann kommt jetzt Leben rein, ja, und zwar auch glückliches Leben, denn der Blumenstrauß heißt doch, eine glückliche, freudige Überraschung wird auf dich zukommen, ein Geschenk sozusagen. Es kann auch sein, dass das Zuhause ein Geschenk ist für dich, ja, wo du dich zurückziehst, dass du nicht umziehst, kann sein, dass du hier in eine wundervolle, glückliche, fantastische Woche hineinkommst, wo du immer mehr deine Stabilität findest, dein Zuhause findest, wo du Geschenke erhaltest, dieser glückliche Zufall und vielleicht der glückliche Zufall führt dich eben zu diesem Haus, ja. Und meine Maus, die zuschaut, eine Klientin, beziehungsweise eine Dame, die ich die Karten gelegt habe, da bist du auch in der Reisegruppe. Ne? Also wenn du weißt, wen ich gemeint habe, du wirst es spüren, ja, wenn du gemeint bist. Das heißt, wenn du diesen Stapel intuitiv gewählt hast, dann ist es auch für dich, du wirst intuitiv sehr schnell ein neues Zuhause finden. Ja? So, dann haben wir die Verbindung und die Fülle. Wow! Halleluja! Oh my goodness! Ich habe mir schon gedacht, Stapel Nummer 1 ist so super. Wow, ich habe 2 Glückskinder. Wahrscheinlich habe ich 3 Glückskinder, weil glücklicher Zufall schon als in der Hauptüberschrift da ist. Also du kommst immer mehr in die Fülle hinein und immer mehr gehst du in eine Verbindung ein. Eine Verbindung mit dir oder eine Liebesverbindung.
Du kommst immer mehr in die Stabilität, in die Sicherheit. Das heißt, du weißt, dass die Fülle dir zusteht. Du weißt, dass Fülle in Hülle und Fülle immer mehr zu einem fließt. Ja? Und logischerweise wieder weg. Logischerweise zu dir und wieder weg. Denn, und wieder zu dir. Weil das ist so wichtig, dass es im einen im Geben und ein Nehmen ist. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Dann hast du da auch im Hier und Jetzt. Ja, du sollst definitiv here and now, also here and now, hier und jetzt. Here and now. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Wir haben Gold gewählt. Ich liebe ja Gold, das wisst ihr. Ja, also im Hier und Jetzt. Ja, und ich weiß nicht, die Buchstaben sind, nein, da ist es eh schön. Nein, hier nicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber die Buchstaben haben sich durchgedruckt anders. Also lustig zu lesen jedenfalls. Sie tanzen. Ja, ich tanze ja meine eigene Melodie. Ich lasse mir ja nichts vorschreiben von niemandem. Also ich bin ja so, wie ich bin und ich bin auch nicht auf den Mund gefallen. Meine Tochter sagt immer, mit meinem italienischen Temperament, ja, mit meinen Wurzeln, mit meinen italienischen, bin ich natürlich auch eine sehr temperamentvolle junge Lady. Das merkt man dann natürlich auch. Also ich kann schon ordentlich auch Gas geben. Du darfst deine Tore wieder aufmachen. Also mach die Fenster. Ja, cool. Mach deine Fenster wieder auf. Ich habe vorhin noch beim Haus gesagt, da kommt Leben rein. Das spüre ich. Mach deine Fenster auf und da kommt Leben rein. Also du wirst dich bald in deinem Zuhause nicht mehr einsam fühlen. Was kann ich dir sagen? Also entweder kommen mehr Klienten, mehr Kundschaft, mehr Aufträge, mehr Arbeit herein. Oder du lernst jemanden, einen Seelenpartner kennen, mit dem du dann das Zuhause füllst und erfüllst. Oder du wirst Mama oder Papa, dann kommt sowieso Leben rein, ne? Als Baby. Wirft ja ein bisschen alles so ein bisschen über Bord, ja, das ist so alles, was neu ist, ne? Es muss ja gar kein Baby sein, ne? Viele schreiben, ja, beim Baby möchte ich nicht mehr, ja, ja, das ist schon okay und das ist gut und das ist, jeder hat so meine Meinung, ich will auch mehr keine Kinder, ja, also Enkelkinder, ja, wegen ihrer Zähne, aber selbst will ich auch mehr keine Kinder, ja, man hat dann so einen Punkt, wo man sagt, nein, jetzt möchte man keine Kinder mehr. Und das ist absolut okay, ja, ihr Süßen, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber das muss ja nicht unbedingt ein Kind sein. Ne? Ein Neubeginn zeigt sich immer durch ein Kind, ein Baby an, das ist, was neu das Licht der Welt erblickt. Und ein Projekt kann auch neu gestartet werden und quasi das Licht der Welt präsentiert werden. Und das Gefühl habe ich, ja, dass etwas Neues präsentiert wird. Und zwar wird das dir absolut die Fülle bringen, die du dir erwünscht hast, wenn du es schaffst, im Hier und Jetzt zu bleiben, nicht zu weit in die Zukunft zu träumen, aber nicht in die Vergangenheit. Ja? Also bleib wirklich im Hier und Jetzt. Dann hast du da, ja, da hast du, deshalb hast du deine Fensterchen zugemacht. Also, open the window. Open the window, also öffne das Fenster oder die Fenster, ja. Dann steht auf dem Fähnchen, you are here, also you are here. Also du hast die Fenster zugemacht wegen dieser Person oder dieser Personen und jetzt lässt du von diesen Personen los und gehst du mehr Verbindungen ein, die dir gut tun. Ja? Du achtest viel, viel mehr jetzt auf das im Hier und Jetzt. Du nimmst dir Zeit. Ist es eine Person, mit der du zusammenarbeiten kannst? Ist es eine Person, mit der du langfristige Geschäfte machen kannst? Ist es eine Win-Win-Situation oder gibst du mehr oder nimmst du mehr? Ja? Wie fühlt sich das an für dich? Und eines kann ich dir versichern, mir macht keiner mehr was vor. Desto mehr du dein Leben lebst, ja, desto mehr, dass du dein Leben in Fülle lebst,
ja, desto mehr fließt, logisch. Und dann mag auch nichts Negatives mehr zu dir kommen. Das ist so, weil du zeigst dich authentisch. Du zeigst, wer bist du? Ja, was bist du? Was möchtest du? Was möchtest du nicht mehr? Desto mehr, dass du dich kennst, desto mehr ist dein Kanal nach oben hin offen und desto mehr fließen Menschen zu einem, die einem gut tun, ja, die ähnliche Situationen wie du oder ähnlich denken wie du, ne? Also da wirst du loslassen, ja, wenn du solche gehabt hast. Und ja, wir haben es noch gehabt, du beginnst ganz neu, ich habe es noch beim Baby gesagt. Ach, wow, du startest am 10.8. komplett durch, mein Schatz, ja. Also der 10., entweder der 10.8. oder im Oktober, spätestens im Oktober, startest du dann durch, da lässt du dann keine falschen Personen mehr an dich ran. Und es ist sowieso jetzt noch wichtiger, dass du immer reiner und klarer wirst. Reinige deinen Kanal, sei wirklich du selbst. Und das ist so süß, ihr Süßen, ja, ihr schreibt mir so süße Kommentare. Vielen lieben Dank, ich lese jedes einzelne wirklich durch, ja, jedes einzelne. Und ich, das könnt ihr mir glauben, es ist echt viel, ja, also wirklich viel. Und das merke ich auch immer, wenn ihr dann schreibt, wow, ich habe Gänsehaut bekommen oder ich bin in Resonanz gewesen. Wow, ich höre dich so gerne. Du hast so eine wundervolle Art, die Karten zu deuten. Es ist so schön, dir zuzuhören und. Und das ist wirklich, wenn man authentisch ist, wenn man sich so zeigt, wie man ist, ja. Wir sind alle, im Innersten sind wir alle perfekt. Alle, auch du, mein Schatz, bist du im Innen komplett perfekt. Wichtig ist, dass du dich immer mehr mit deiner Seele verbindest. Also, dass du deine Seele heimwärts führst. Also sprich, desto mehr, also wenn ich mein Herz öffne, dann spüre ich meine Seele schon sehr, sehr oft komplett bei mir. Also wirklich, es ist noch manches Mal, dass es noch schwankt, dass es noch manches Mal ein bisschen rausgeht, aber grundsätzlich ist meine Seele richtig in mir drinnen. Und das, wie spürt sich das an, wenn die Seele in einem direkt drinnen und verbunden ist? Kraftvoller, liebevoller, weicher, sensibler, glücklicher, zufriedener, wohlwollende Menschen, ja, also viel mehr wohlwollende Menschen. Wie fühlt sich noch an, im Fluss zu sein, mit allem, was ist, ja, in Leichtigkeit zu sein, in Liebe, in Dankbarkeit, in Demut, in Respekt, in Akzeptanz. Oh mein Gott, da könnte ich so viel aufzählen. Und das ist genau das, was ihr fühlt, wenn ihr meinen YouTube-Kanal seht. Und genau um das geht es, ja, dass ihr immer mehr in den Fluss kommt und die Liebe in euch aufnimmt, ja. Und du beginnst ganz neu, definitiv. Ja, du lässt diese hinter dir, ja, du lässt dich nicht mehr verpuppeln, ja, von diesen Menschen, sondern du beginnst ganz neu in 10 Tagen, 10 Wochen, ja. Dann hast du, oh wow, du hast, für mich ist diese Karte immer das Rad des Schicksals, ja. Also du kurbelst jetzt dein Rad des Schicksals an, du hast nämlich den Dhyani Buddhas, yay, wow. Wow, wow. Also hier, bitte sei im Hier und Jetzt. Schau, dass du da bleibst und nicht da. Ja? Dann. Diana. Ups. Ah, da haben wir schon. Die Göttlichkeit in uns. Wow. Om Hum Akashobhaya. Du unveränderlicher Formgeber. Blau auf deinem Elefanten reitend. Hältst du Blitze und einen Diamantenzepter in den Händen. Im Osten hütest du den heiligen Quellen.
wandelst Hass, Zorn und Ärger in spielgleiche Weisheiten. Om Ram Ratsna Hafa, du Juwelgeborener, göttlicher Bote der Nächstenliebe und Wohltat, trägst die Weisheit der Brüderlichkeit und Gerechtigkeit und Gleichheit in die Welt und machst Stolz, Überheblichkeit zunichte. Om Hiri Amitabha, du unendliches Licht, rot, üppig, mit Lotusblüten geschmückt, geleitet von einem Pfau aus der Richtung des Westens, bringst du uns die Lehre des Mitgefühls und der bedingungslosen Liebe. Löst auf verzehrende Leidenschaft und Gier. Om Am Omagahashadi, du allmächtiger Sieger. Grün, aus dem Norden auf dem Adler reitend, kommst du mit dem Fayara in der Hand und schützt die furchtlosen und vollkommenen Tun. Löst auf Neid und Eifersucht. Om Varikana, du strahlendes Sonnenlicht, reitend auf dem Drachen mit dem weißen Licht. Im Zentrum des Seins, reines, entfaltetes Bewusstsein ist ein Zustand. Lehrst du die Lehre des Gesetzes des ewigen Rades. Ignoranz und Ungewissheit lösen sich auf im Lichte deines Seins. Wow, na schöner. Also, du weißt jetzt, was zu tun ist, mein Schatzi. So, jetzt, wenn du eine Frage hast, dann kommen wir jetzt zu deiner Frage. Ups. Wir kommen jetzt zu deiner Frage. Du kannst dir jetzt wählen, da diese Karte oder diese Karte. Ich weiß nicht, welche drinnen ist. Ich habe es ja vermischt, damit ihr nicht wisst, welche Karte ja oder welche Karte nein ist. Und wenn du sagst, nein, ich habe heute keine Frage, dann ist dieser Stapel jetzt für dich vollendet und wünsche dir eine fantastische, liebevolle Woche. Und jetzt zu deiner Frage. Was hast du da? Nein, warte auf eine bessere Gelegenheit. Wenn du diese Karte gezogen hast, dann hast du ein Nein bekommen. Also nein, es kann sein, dass du da noch ein bisschen da drinnen bist mit den falschen Personen. Du brauchst noch ein bisschen Zeit, ja, damit du diese auch lösen sollst. Und was du tun kannst, verbinde dich im Hier und Jetzt, in deinem Zuhause. Das war diese Karte und da kommt jetzt Ja, es wird das Beste aus dir herausholen. Wow, also yes. Wenn du dich darauf einlässt, wenn du dich traust, dein Zepter in die Hand zu nehmen, das Rad des Schicksals jetzt anzukurbeln, alle falschen, verlogenen Menschen hinter dir zu lassen, ja, dann gehst du eine Verbindung ein und gehst eine absolute Fülle im Hier und Jetzt, wirst du Fülle und Fülle und Fülle erhalten und das ist dein glücklicher Zufall, dein Gesegnetsein und schon in 10 Tagen, 10 Wochen wirst du in absolute Fülle hineinkommen. Wow, wow, wow. Wow. So, das war dein Stapel, mein Schatzi. Ich wünsche dir auch eine fantastische, wundervolle Woche. Genieße es, sei lichtvoll, sei achtsam zu dir und denke daran, du bist ein wundervolles Licht. In dem Sinne, eine wunderschöne Woche. Jetzt kommen wir zu Stapel Nummer 3. Yay! Du hast ja einen Stapelkönig oder Königin. Ja, du hast echt absolutes Glück mit deinen Stapeln, jetzt schon. So, ich weiß nicht, was drinnen ist. Ich hoffe, ihr konntet es nicht sehen. So, jetzt schauen wir hinein zu deinen Karten. Was hast du da? Wow, du kommst in die Heilung, mein Schatzi. Also dein glücklicher Zufall ist Heilung. Also entweder heilst du dich von karmischen Familienverstrickungen, ja. Ich glaube, dass du dich immer mehr auch herauslöst von Familienverstrickungen. Und ja, hier ist auch wie ein Strick, ne, also ein Band. Ja, aus der Gesundheit, also das nehme ich ja wahr. Ich nehme wahr, dass du einen Test gemacht hast und es ist absolut gut
ausgegangen oder geht gut aus? Es ist von oben geführt, dass du jetzt in die Heilung kommst, in die Genesung kommst, dass deine Familienahnenkultur jetzt zum Heilen beginnt. Du schaust dir bitte den Familienstammbaum an, mein Schatzi. Den meinen Familienbaumstamm. Das Video Familienbaumstamm ist ein wichtiges Thema bei dir. Stapel Nummer 3. Dann hast du einen Brief, also du wirst einen Brief erhalten, eine Nachricht erhalten, wo drinnen steht, ja, sie können aufatmen, durchatmen, alles ist gut gegangen, alles ist in Ordnung, sie können den Job haben, vielleicht hast du dich in einen Gesundheitsbereich beworben oder wünschst dir ein Praktikum, auch das habe ich in einem Kommentar irgendwo gelesen. Wenn du diesen Stapel gewählt hast, auch du wirst dann ein Praktikum quasi erhalten in einem Gesundheitsbereich und das ist dann deine Nachricht, ja, wenn du in der Reisegruppe drinnen bist. Dann hast du deine Highlights und Stolpersteinchen. Hast du welche? Ich weiß es nicht. Nein? Ja, das wäre deine absolute Begabung, ja, also das, was du vorhast, in einem Gesundheitsbereich zu arbeiten, das wird dich erfüllen, das bringt dich absolut nach vorne und du wirst immer mehr deine Begabungen leben oder deine Visionen oder und oder deine Visionen. Ja. So. Dann hast du da, wow, yay, du gehst eine Verbindung ein. Eine Verbindung und zwar spielerisch und leicht wirst du eine Verbindung eingehen. Dann hast du da, oh mein Gott, das Schicksal kommt dazu. Du hast das Schicksalskreuz, ja, das absolute Schicksalskreuz und du hast nochmal das Schicksal. Die Sterne meinen es wirklich, wirklich gut mit dir, mein Schatz. Wow. Oh, ich liebe diese Karte, na, die ist so schön. Und du hast den glücklichen Zufall, gesegnet, das Schicksal, die Heilung, wow, die Begabungen, eine Verbindung gehst du ein. Das kann eine Liebesverbindung sein und das kann aber auch eine Verbindung sein, eine geschäftliche Verbindung. Ja? Also dort, wo du dich bewirbst, wirst du mit beiden Händen empfangen. Ja? Du wirst empfangen mit deinen beiden Händen. Sie werden dich lieben, sie werden dich aufatmen lassen. Sie werden dich wirklich wie, ja, sie werden dich fair und gerecht behandeln. Und es ist für dich wie ein, in einem Wohnzimmer, so gemütlich mit all deinen wundervollen Kolleginnen und Kollegen, mit den neuen. Du wirst eine absolute Bereicherung haben. Und wenn du mit einem Geschäftspartner etwas gründen möchtest, auch das steht unter einem guten Stern. Das will das Schicksal jetzt so in die Richtung bringen. Du hast die Zeitkarte, etwas geht zu Ende, ja, das Warten auf die Genesung, ja, also da hast du jetzt schon diese Bestätigung, das heißt, irgendetwas genest in dir, also geht in die Genesung oder geht in die Gesundheit immer mehr hinein, das heißt, du hast das Richtige gefunden, das war dein glücklicher Zufall, das ist gesegnet, von oben geführt. Und da bekommst du immer mehr Zuspruch und immer mehr gehst du in Resonanz. Dann hast du Buddha und Mohammed. Oh, wow. Wow, wow, wow. Ist die schön. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich die so schnell so her... Das ist mir schon letztes Mal aufgefallen. Wie wenn das so Wellen schlägt. Ne? So, wie wenn, so wie wenn der Buddha so... Keine Ahnung, so wie ein Echo, ja, so kommt mir das vor. Ich habe richtig Gänsehaut jetzt gerade bekommen, also voll schön. Dann Mohammed, und da schauen wir jetzt hinein, was Mohammed und Buddha Gautama zu dir sagen möchte. Mal schauen, ich muss immer schauen, ich weiß nämlich nicht, wie weit ich gekommen bin.
Nein. Nee. Nein, muss auch noch warten. Ich weiß es nie auswendig, wie weit ich schon gekommen bin mit den Kartenbeschriften auf Deutsch. So, jetzt haben wir Buddha. Hallo, mein Schatz, kommst du zu mir? Hallo, mein Schatzi. Hi, warte ein bisschen. Da ist der Ball. Bitte schön. Ui, da muss die Nina, da sind ganz viele. Also das ist das, was ihr hört. Ja, das ist von meiner Netti. Da sind ganz viele Haare drinnen. Was ist da los, Schatzi? Was ist da los? Das ist ein Leckerli-Ball und da verheddern sich echt. Ich weiß, einige wird das nicht interessieren, aber es ist echt so, dass ich habe lange Haare, meine Tochter hat lange Haare, von meiner Tochter die Freundinnen sind da, die haben auch lange Haare, alle lange Haare. So, das ist so ein Leckerli-Ball und ja, das sind die Haare oben und da hat er mich gerade angeschupft damit, mein Schatz. Die Erleuchtung, yay! Buddha lehrt dir vier edlen Wahrheiten. Erste edle Wahrheit, unser Leid. Zweite edle Wahrheit, das Leid entsteht. Dritte edle Wahrheit, Leid ist vermeidbar. Vierte edle Wahrheit, der Weg. Der Weg führt den edlen achten Pfad. Vollkommene Einsicht, vollkommene Gesinnung, vollkommene Rede, vollkommenes Tun, vollkommener Lebensunterhalt, vollkommenes Anstrengungen, vollkommenes Vergegenwärtigen, vollkommenen Sammlung. Der Weg der Erlösung vom Leid führt über die Dreiheit der Studieren, der Lehren, der Vielfalten, der Lehre und das Umsetzen im Alltag. Wow, also hier geht was in Gange. Wow, 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 also ich liebe diese Karte. Das ist so, wie wenn sie leben würde, habe ich das Gefühl so. Keine Ahnung. Wie wenn der Schatten da sich bewegt hinten. Das ist für mich so faszinierend, diese Karte. Bei den anderen ist es mir noch nicht aufgefallen, aber bei der Karte habe ich echt das Gefühl, die lebt. Du hast ja zwei, du hast ja den Mohammed auch noch. Den Mohammed. 197. 197. Führung durch Glauben. Wow. Der Engel sprach ein zweites Mal zu Mohammed. Bei dem hellen Tag und bei der finsteren Nacht. Dein Herr hat dich nicht verlassen, auch hasst er dich nicht. Wahrlich, das zukünftige Leben wird viel besser für dich sein als das gegenwärtige. Und dein Herr wird dir eine reiche Belohnung geben, mit der du vollkommen zufrieden sein wirst. Hat er dich nicht als Weise gefunden und sorgt für dich getragen? Hat er dich nicht im Irrtum gefunden und dir recht geleitet? Hat er dich nicht am Arm gefunden und dich reich gemacht? Darum bedrücke nicht die Weisen und verscheuche nicht den Bettler, sondern verbreite die gnädige Wohltat deines Herrn. Ja, und hier darfst du achten, dass du gerecht handelst und weise handelst, so dass alle immer, ich sage immer, wir sitzen alle hier auf der Erde und wir dürfen so viel Neues erleben, so viel Neues anschauen. Und es ist wichtig, dass wir lernen, uns gegenseitig immer mehr zu helfen und zu unterstützen. So, du hast ja jetzt 2x2 bekommen. Also wenn du eine Frage oder mehr keine Frage hast, dann ist an dieser Stelle die Legung für dich zu Ende und wünsche dir eine fantastische, wundervolle Woche. Genieße die Woche, sei liebevoll und sei achtsam und trage das Licht im Herzen, mein Schatz. Ja, und wenn du eine Frage hast, dann fangen wir mit den oberen an. Ja, also ich weiß nicht, wo Ja oder Nein drinnen ist. Und wir starten jetzt mit den oberen Karten. Ja,
Ja, aber mit Erbarmen und ja, auf jeden Fall. Also ja, auf jeden Fall sollst du Erbarmen zeigen. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Achtet auf alle und höre dir diese vielleicht noch einmal an. Was ich gesagt habe, ist sehr, sehr wichtig für dich, mein Schatz. Ja? Also ja, lebe deine Begabungen, ja, du kommst in die Gesundheit, ja, du wirst dein Leben umkrempeln und das schon in 9 Tagen, 9 Wochen. Und wenn du hier diese Antwort gewählt hast, dann kommen wir hier jetzt zu diesen Antworten. Nein, du wirst deine Freiheit verlieren und nein, es wird dich in jeder Hinsicht enttäuschen. Wenn du weiterhin haderst und dein Schicksal und deine Begabungen nicht lebst, na klar, das Schicksal möchte ja, dass du deine Begabungen lebst, weil du sollst dir das Licht nach außen bringen, ja, und in deine Freiheit kommen, ja. Also es ist so wichtig, dass du auch deine Freiheit lebst, mein Schatz, ja, dass du dich feierst, jeden Tag aufs Neue und dass du das Schicksal, ja, auch halten darfst. Na, also zeige dein Schicksal nach außen und du wirst die Freiheit finden. Weil wenn du deine Begabungen nicht lebst und es immer zurückhältst oder es oder Untersuchungen, auch das kann sein. Es ist auch wichtig, dass du, wenn du irgendetwas hast, dass du dich auch untersuchen lässt von Ärzten. Ja, auch das ist gut für dich. Ja, es ist wichtig, dass du jetzt immer mehr deine Gesundheit auch lebst. Ne? Weil ein gesunder Körper, ein gesunder Geist, eine gesunde Seele, das ist so. Körper, Geist und Seele im Einklang. Und nur dann, wenn du im Einklang bist, kann auch deine Seele zu dir fließen. Im Stapel 2 habe ich es ein bisschen genauer erklärt. Also schau dir, wenn es dich interessiert, Stapel 2 auch an und da hörst du dann auch das, was ich gesagt habe. Auch du, in dem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Genieße es, sei liebevoll, sei happy, zeige dich so, wie du bist, verstecke dich nicht und ja, alles Liebe und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit an Bord bist und wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, bist du ein Teil unserer liebevollen Community und ich würde mich von Herzen freuen, wenn dir diese Legung gefallen hat und meinen YouTube-Kanal abonnierst. In dem Sinne, alles Liebe, ich umarme euch ganz, ganz, ganz doll und vielen Dank für euer Sein. Tschüss!